Und ich habe jetzt aus der Regie auch gehört, dass die Kati auch da ist. Und du hast ja jemanden zum Sprechen und bist nicht ganz allein. Sehr gut. Kati, bist du da? Ich bin da, hallo. Ja, dann bin ich nämlich mal kurz weg. Ja, tschüss. Viel Spaß euch beiden. Hier, ja, danke. I'll get a refill. Good. Ja, danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, Kati. Gerne. Genau. Worüber wollen wir eigentlich sprechen? Wir wollen darüber sprechen, was bei uns Beratung bedeutet, wieso wir das anders machen als andere. Und ja, das war das Thema. Wir haben morgen noch einen anderen Session, also deswegen nicht verwechseln. Richtig. Genau. Das war ja bei uns, also gestern bei unser Missverständnis. Genau. Aber ich glaube, dafür würde es helfen, wenn du dich auch mal kurz vorstellst, damit die Leute wissen, in welcher Rolle du eigentlich sprichst. Gerne. Also du hast es ja, glaube ich, eben schon gesagt, der Martin ist so der Verfechter der Rollennamen und Titel bei Seibert Media. Das gibt es bei uns ja gar nicht so richtig. Also mein Name ist Katharina Alt. Ich arbeite bei uns im Consulting und kümmere mich mittlerweile hauptsächlich um die Koordination unserer Consulting-Teams. Darunter fallen die Atlassian-Teams wie Confluence, Jira, unser Schulungsteam, was wir jetzt Anfang des Jahres neu gegründet haben, die sich sehr stark jetzt auf die Schulung fokussieren und ganz viele Angebote schaffen wollen, aber eben auch Beratung zu Google und Google Workspaces vor allem. Da sind auch Consultants natürlich dabei und da kümmere ich mich hauptsächlich so um die Koordination der Teams, strategische Entwicklung, wie kann es weitergehen, was bieten wir an? Das ist so meine Hauptaufgabe. Ja, cool. Was ist denn, also was treibt dich denn aktuell gerade am meisten um jetzt, gerade im Hinblick auch auf Corona? Da mussten wir sehr viel, also unser Beratungsangebot ja sehr stark anpassen. Kannst du dazu etwas sagen? Ja, genau. Also das war natürlich eine wirkliche Herausforderung für uns, weil gerade die Consulting-Teams waren vor Corona, sage ich jetzt mal, halt sehr viel unterwegs. Also da gab es 2, 3 Termine die Woche. Die Kunden, wir sind zu Kunden vor Ort gefahren, haben dort Workshops gemacht, Schulungen abgehalten, natürlich auch schon vorher viel mit den Kunden telefoniert. Aber als dann Corona kam, mussten wir uns natürlich ein bisschen was überlegen, wie wir unsere Dienstleistungen weiter anbieten können und das ohne vor Ort zu sein. Wir haben dann relativ schnell eben überlegt, wie wir das Ganze remote abbilden können und haben dann auch erstmal, war das für uns ein Experiment. Also wir hatten ja eben das Thema mit der Lisette, wie können Remote-Termine effizient sein. Ich muss zugeben, im März war das noch so, obwohl wir eine Firma sind, die viel remote immer gemacht haben und auch oft Video-Meetings und so weiter hatten, war das dann schon für einen Workshop nochmal eine ganz andere Herausforderung. Was braucht es, worauf muss man achten? Wir haben zum Beispiel dann auch angefangen, dass wir die Termine zu zweit machen, sodass es jemanden gibt, der so ein bisschen moderiert, schaut, ob die Leute irgendwie Fragen haben, Notizen macht, weil das passiert eben doch nicht ganz so einfach in so einem Remote-Termin, als wenn man vor Ort ist und das Ganze mit den Leuten bespricht, irgendwo auf einen Flipchart was aufschreibt. Das heißt, da mussten wir uns schon gut umstellen, haben das aber, glaube ich, ganz gut geschafft und machen jetzt auch seit März, April eigentlich alle Leistungen, die wir auch vorher schon angeboten haben, genauso in Remote-Terminen. Und das war eine spannende Entwicklung, aber ich finde es auch irgendwie cool, dass das so gut funktioniert. Ja, cool. Das heißt, das war jetzt so eine der größten Umstellungen. Sorry, genau. Ja. Sind denn die Ganztagesworkshops, von denen ich weiß, dass wir sie ja halt vorher immer vor Ort gemacht haben, bieten wir die auch noch komplett remote an? Ja, allerdings würde ich sie nicht mehr als Ganztagsworkshops bezeichnen. Also das war so ein Learning, was wir in der Zeit hatten. Das funktioniert nicht. Man kann nicht 8 Stunden konzentriert in einem Remote-Workshop arbeiten. Also Lisette hat das ja eben auch erzählt, deswegen passt es gerade so gut zusammen. Da lässt die Konzentration nach, man sitzt nicht mehr vernünftig, irgendwann tut einem der Rücken weh und das haben wir tatsächlich von vornherein auch ausgeschlossen. Also was wir mittlerweile machen, ist, wir teilen diese Ganztagsworkshops, nenne ich sie jetzt doch nochmal, auf in mehrere Slots. Wir versuchen meistens maximal einen halben Tag zu machen, eher so 3 Stunden mit einer schönen Pause dazwischen und dann klappt das auch ganz gut und hat sogar auch ein paar Vorteile, weil man die Zeit dazwischen eben auch super nutzen kann, um nochmal einzelne Themen vorzubereiten, nachzubereiten. Also ist nicht immer nur schlecht, würde ich mal sagen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Diese Ganztagstermine, die machen wir nicht. Ich glaube, das ist sowohl für uns als auch für die Kunden einfach nicht tragbar.
Okay, gut. Wir führen ja auch Linchpin-Intranet-Projekte durch. Da weiß ich ja, das waren immer so ein Set an bestimmten Workshops, die wir durchgeführt haben. Die haben wir mittlerweile ja auch dann aufgesplittet. Die führen wir auch remote durch. Aber du meintest ja auch gerade, dass wir jetzt mittlerweile ein neu gegründetes Schulungsteam haben, also beziehungsweise seit Anfang des Jahres. Was sind das denn für Schulungen, die dort angeboten werden? Ja, also klassischerweise hatten wir immer unsere auch vor Ort Schulungen, wo man zu einem Kunden gefahren ist, dort eine Schulung den ganzen Tag gehalten hat, oder eben auch unsere Zertifizierungsschulungen, die wir bei uns im Cybert Media Büro anbieten, wo unterschiedliche Kandidaten dabei sind von verschiedenen Kunden, und wir dann eine Standardschulung haben, die wir durchführen. Und auch da war Corona natürlich ein Auslöser dafür zu sagen, das funktioniert so nicht mehr. Klar, man kann natürlich jetzt sagen, diese Ganztagsschulung bietet man jetzt auch, ähnlich wie die Workshops, von denen ich eben gesprochen habe, einfach gesplittet an. Aber vielleicht braucht es auch ein ganz anderes Format. Und dann haben wir auch im April, Mai, das weiß der Martin wahrscheinlich sogar noch am besten, damit angefangen. Großartige Idee. Bitte? Eine großartige Idee haben wir gehabt. Eine großartige Idee, genau. Und das war, ich würde sagen, so im April sind wir damit gestartet. Da hat dieses neu gegründete Schulungsteam sich voll darauf fokussiert, Online-Schulungen anzubieten. Diese Online-Schulungen sind so ein Kurzformat von maximal 90 Minuten. Da haben wir mittlerweile auch wirklich eine ganze Reihe an Themen online. Und die bieten wir an, und jeder kann sich quasi dazu zu einem sehr günstigen Preis anmelden. Wir haben regelmäßig Termine zu unterschiedlichen Themen. Das ist Jira, Confluence, das ist Linchpin, das ist Google Workspaces, das sind mittlerweile auch zum Beispiel der Adil, macht ja auch bald eine Blueprint Creator Online-Schulung. Ich weiß nicht, wann der erste Termin ist. Ich habe nur mit Freude vernommen, dass du da was eingestellt hast. Ja, genau, das habe ich mit der Mara abgestimmt und die war ganz stolz auf mich. Sehr gut. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du deinen Bildschirm teilen. Richtig. Das Einzige, was ich kurz machen müsste... /Online-Schulung. Genau, das muss ich nur einmal kurz aufrufen, weil das habe ich tatsächlich vorher nicht gemacht. Ja, eine Sekunde. Dann kann ich euch diese Seite nämlich mal kurz zeigen. So. Wenn ich jetzt meinen Browser nicht aufhängen würde, dann würdet ihr jetzt gleich... der Klassiker, unsere Online-Schulungsseite sehen. Genau, so, jetzt ist sie da. Das heißt, der Peter könnte sie auch gerne einblenden. Das ist jetzt die Seite cybert.biz/Online-Schulungen. Und da seht ihr schon, wie die aufgebaut ist. Wir haben hier ganz unterschiedliche Themen, zu denen wir aktuell Online-Schulungen anbieten. Da kann man jetzt draufklicken und kann dann zum Beispiel sich alle Schulungsthemen, die wir haben, in dem Fall zum Thema Confluence anschauen. Da haben wir mittlerweile ganz viele verschiedene Themen und Use Cases abgebildet. Wechselt aber nochmal zur Übersicht, damit ihr seht, was da alles so Thema ist. Confluence, Jira, Linchpin, aber eben auch Blueprint Creator, Aura, Agile Hive, Draw.io, da habt ihr eben im Basti gesprochen. Und hier unten findet ihr eine Übersicht aller Termine, die es dazu gibt. Das ist jetzt so eine aggregierte Ansicht. Da kann man jetzt ganz leichtgewichtig einen solchen Termin direkt buchen bei uns. Das funktioniert wirklich sehr einfach. Man meldet sich da an, bekommt danach auch eine Bestätigung und Zugangsdaten. Und hier findet man auch nochmal zu den einzelnen Themen was unter den bestimmten Reitern. Darf ich da nochmal ganz kurz einhaken? Ich würde das gerne nochmal einreiben. Also wenn du die Folie nochmal eingeblendet lassen könntest, was ich echt beeindruckend finde, wenn du nochmal die Terminseite oder diese Terminübersicht darstellst, da ist jetzt am Montag und dann in der gleichen Woche noch 3 andere Termine. Und es geht halt immer so weiter bis Weihnachten vermute ich. Ich vermute, dass wir am 24. keinen Termin mehr anbieten werden. Aber, nee, den hat der Ingmar wieder rausgenommen, richtig. Ich glaube, wir haben irgendwas über 20 Termine pro Monat. Und die meisten Monate haben ja nur 20 Arbeitstage. Und das ist schon eine echt cooler Kundenservice aus meiner Sicht, den das Schulungsteam da anbietet, mehr oder weniger einmal pro Tag, wenn man das so durchschnittlich anguckt, Kunden was zu zeigen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, es hat ein sehr leichtgewichtiges Format, dauert nur 90 Minuten. Viele Online-Schulungen sind ja heute auch bei uns teilweise noch 3-4 Stunden. Da muss man sich ja auch als Teilnehmer schon, teilweise ein bisschen anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt ein kurzes Format, das ist das Schöne, genau. Ja. Und kommt auch immer besser an, ja? Ja,
Also ich werte das ja immer regelmäßig aus. Wir haben da tatsächlich mittlerweile super viele Anmeldungen und das macht wirklich auch Spaß. Also die kommen sehr, sehr gut an. Wir bieten die ja mittlerweile sogar auch in unseren Beratungspaketen an. Das heißt, um da mal einen kurzen Schwenker zu machen, wenn ihr keine Fragen mehr zu den Online-Schulungen an sich habt. Ja, ja, erzähl mal Beratungspaket. Genau, also ich wechsle mal ganz kurz die Ansicht auf unser Beratungspaket. Das ist nämlich ein Paket, was wir auch seit, ja, ich glaube seit anderthalb Jahren mittlerweile anbieten, mittlerweile unter dem Namen Beratungspaket Plus. Und zwar aus dem Grund, dass wir eben da auch in diesem Beratungspaket eine Menge an Online-Schulungen inkludiert haben. Das heißt, jeder Kunde, der bei uns ein Beratungspaket abschließt, bekommt im Monat bis zu 5 kostenfreie Schulungsteilnahmen und hat einen Voucher und kann den eben benutzen, um an diesen 5 Schulungen teilzunehmen. Das heißt, Beratung plus ein bisschen mehr. Und wir sind auch gerade dabei, das noch weiter zu entwickeln, da noch weitere Leistungen einzubeziehen. Grundsätzlich ist das Beratungspaket dafür gedacht, dass wir mit den Kunden, mit denen wir zu tun haben, wo wir die Produkte weiterentwickeln wollen, die regelmäßig Fragen an uns haben hinsichtlich Beratung, aber auch mal vielleicht den ein oder anderen Support benötigen, dass wir mit denen eben langfristig im Gespräch sind und nicht mal alle paar Jahre miteinander sprechen, sondern wirklich regelmäßig miteinander reden können. Und das ist ein super Paket, gerade für die Kunden, die Atlassian-Tools im Einsatz haben, um das eben gemeinsam mit unseren Beratern weiterzuentwickeln. Ja, ich bin total begeistert von der Abo-Idee. Aber ich höre gerade von der Regie, unsere Beratungszeit ist abgelaufen. Schade. Was hättest du noch gehabt, was du uns in 30 Sekunden noch erzählen wollen würdest? In 30 Sekunden hätte ich noch vielleicht gesagt, dass wir natürlich gerade auch darauf bedacht sind, zu schauen, was kann denn eine Cloud-Alternative für unsere Atlassian-Kunden bedeuten? Und dass wir da eben auch kurzfristig ein Paket geschnürt haben, wo wir uns gemeinsam mit den Kunden anschauen, in einem zuerst kostenfreien Assessment, seid ihr überhaupt ein Kandidat für die Cloud? Könnt ihr einfach in die Cloud migrieren, ohne dass es Probleme gibt? Gibt es Tools und Anwendungsfälle, die ihr habt, die wir vielleicht Status Quo noch nicht abbilden können, wo wir aber in ein paar Monaten noch mal drüber reden können? Und da gibt es ein spannendes Migrationsangebot in die Cloud. Das besteht aus einem Assessment, in dem wir uns das, also ein Berater bei uns sich das kostenfrei mit dem Kunden anschaut und wir dann gegebenenfalls darüber sprechen, dass wir diese Migration dann auch zu einem Festpreis durchführen können. Das wäre noch so ein spannendes Angebot, was wir jetzt relativ neu und auch, ja, ich sag mal ad hoc zu dieser Atlassian End-of-Life-Thematik einbezogen haben. Deswegen, wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch sehr gerne. Da wäre der Link tatsächlich cybert.biz/migration-in-die-cloud. Und grundsätzlich möchte ich einfach anbieten für alle Kunden, wenn es Fragen zu unseren Dienstleistungen gibt, zu unseren Beratungspaketen etc., dann sehr, sehr gerne an mich wenden. Cool. Kati, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Danke auch von mir. Thank you.